Stark, Yannick, stark! Und da haut er ihn halt rein! Also auf jeden Fall ist es etwas sehr Großes. Jetzt die Stadt lebt gefühlt nur für den Verein. Also man hat an jeder Ecke steht irgendwo SGD oder Dynamo, sowas in der Richtung. An jedem Autokennzeichen gefühlt sind irgendwelche Wimpel oder Sticker drauf. Das ist eine relative Wucht, die einen da erwartet. Ich glaube, die Disziplin, also da bin ich irgendwo schon so ein bisschen stolz, dass ich es jetzt so in den Fußballzirkus geschafft habe, in den Profifußballzirkus, weil ich war jetzt niemand, der in der Jugend großartig gepusht wurde, der irgendwie Jugendnationalspieler war oder in seinem Jahrgang gerade in den Jugendvereinen jetzt jemand war. Da ist ja häufig so, dass man ja zwei, drei Spieler hat, wo man sagt, oh, die könnten was werden oder werden auch mit Hinblick auf die erste Mannschaft bei uns ein bisschen gepusht. Das war bei mir nie der Fall. Mein Papa damals, also wir sind aufgestiegen mit Darmstadt damals, ja. Und ja, Emotionen, alle Fans, ja, komplett aus dem Häuschen und sind dann auch so Richtung Kurve gelaufen. Sind wir dann auf dem Zaun, haben uns feiern lassen und gucke ich so, ja. Auf einmal sehe ich, mein Papa war der Erste, der neben mir auf dem Zaun gestanden hat und den Aufstieg gefeiert hat. Also erst war ich auch ein bisschen perplex, dass, wie er da hochgekommen ist und dass er sozusagen der Erste war. Aber ja, rückblickend gesehen war es ein schönes Erlebnis. Ich glaube, in gewisser Weise sind die Emotionen ein bisschen auf der Strecke geblieben. Für mich gab es nichts Schöneres nach dem Spiel, nach einem gewonnenen Spiel in die Kurve zu gehen und das mit den Fans zu zelebrieren. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.